Moin Leute und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zum Teil 5 des Tutorials. Heute geht es um die Mods. Da wurde ich auch schon des Öfteren gefragt, wie installiere ich denn jetzt einen Mod? Wo muss denn das hin? Wie installiere ich Karten? Ja, Safe Games oder Karten, die von der Community erstellt wurden. Und falls ihr das wissen wollt, dann seid ihr hier genau richtig. So. Wir haben ja bei Transportfever nun die wunderbare Möglichkeit, wer es über Steam hat, ja, den Steam Workshop zu nutzen. Und da haben wir hier einen riesengroßen Button. Ja. Und dann öffnet sich ja hier schon der Workshop. Und das können wir dann unterteilen zwischen beliebtester, am häufigsten abonniert. Ja. Und wir sehen natürlich hier auch dann die neuesten. Sehr viele Logos dem letzten. Dann haben wir hier irgendwas mit Water Writing. War keine Ahnung, was das ist, ja. Aber falls ihr euch da einen schönen Mod ausgesucht habt, ja, ich nehme jetzt hier einfach mal hier diese V200. Falls euch die gefällt, ganz einfach hier auf Abonnieren klicken, ja. Dann downloadet es Steam automatisch. Und ihr müsst eigentlich gar nichts mehr des Weiteren, ihr müsst eigentlich gar nichts weiteres machen. Was ich aber schon gelesen habe, dass einige Modder möchten ihre Mods nur in dem Forum hochladen, und das ist auch nicht arg schwer, sondern ihr geht dann hier auf Downloads, könnt ihr dann hier die ganzen Downloads einsehen, wenn das lädt, genau, hier zum Beispiel die ET89, Rübezahn, so, dann geht man hier einfach auf Herunterladen, dann wird es heruntergeladen. Oftmals in euren Downloads, oder ihr habt es irgendwo anders hin verzeichnet, dann müsst ihr natürlich dort gucken. Und dann ist natürlich am besten für mich als Tipp, wenn ihr euch die ZIP-Dateien, also es ist eine ZIP-Datei, wenn ihr euch die auf den Desktop zieht und dann öffnet, ich habe das hier schon mal gemacht, zum Beispiel hat der liebe Mediziner die BR193 Vectron gemacht, und wenn ihr das sozusagen öffnet, habt ihr hier diesen Ordner, und den müssen wir jetzt bloß noch richtig einsortieren. Dafür gehen wir wieder auf unser Steam, da wo ihr es hin installiert habt. Also nicht wundern, bei mir heißt es Steam neu, weil ich zweimal Steam installiert habe. Das hat einen Grund, ja. Also nicht verwirren lassen. Einfach euren Steam-Ordner suchen, dann gehen wir wieder unter Steam-Apps, unter Common, Transportfever, und dann haben wir hier schon den Ordner Mods, ja, können wir mal öffnen. Auch nicht wundern, ich habe jetzt hier ein paar Mods von Trainfever rübergenommen. Falls ihr da auch noch ein paar Infos haben möchtet, könnt ihr das auch mal unten in die Kommentare da lassen, dann zeige ich das euch. So, dann habt ihr, wie gesagt, hier eure ZIP-Datei, und dann könnt ihr hier einfach den Ordner nehmen und könnt ihr dann hier reinziehen. Wichtig, nicht in irgendeinen Ordner hier reinziehen, sondern ich mache es immer hier hinten ins weiße Feld. Ja. Dann würde jetzt bei mir hier das hier kommen, weil ich es ja schon drin habe, und da würde ich dann einfach X machen, weil ich hab's ja schon. Was ich schon gesehen habe, wenn ihr einen Mod habt, der zum Beispiel so aussieht, bitte nicht so einfügen, ja, weil wenn ihr da mehrere Mods davon habt, dann wird natürlich das Rest immer ersetzt, ja. Das ist jetzt auch wieder ein Beispiel von Trainfever, aber bitte, wenn ihr so einen Mod findet, da auf der Webseite, ja, dann legt einen neuen Ordner an, ja, und ihr könnt es dann ja so nennen, wie ihr wollt. Zum Beispiel, wie, von wem das ist, mache ich immer dann einen Unterstrich und dann, was es ist. Sagt man hier einfach, das ist vom Railtim, das ist dann die BR181. Könnt ihr dann hier genauso machen, dann kann ich hier zum Beispiel sagen, Mediziner, ja, Unterstrich BR193. Das haben wir ja aber ja schon. Und dann nehmt ihr bitte das Ganze hier, die drei, gutes TFMM wird bei euch nicht mehr drin sein, weil wir sind hier bei Transportfever, und dann könnt ihr das auch da reinziehen. Und dann sind die Mods mal hinzugefügt, aber wichtig ist dann, das Spiel muss geschlossen sein, wenn ihr externe Mods, also von der Forumseite einfügt. Wenn ihr das über Steam abonnieren macht, dann kann Transportfever sogar offen bleiben. Das ist auch wichtig. Falls ihr nur Workshop
Mods gerade heruntergeladen habt, dann könnt ihr Transportfever einfach offen lassen. Wenn ihr externe von der Forumseite nimmt, dann muss Trainfever zumindest danach neu gestartet werden. Und ich habe hier Transportfever schon offen. Falls ihr dann ein neues Spiel machen möchtet, geht ihr hier drauf und dann kann man hier auf Custom gehen und dann hier erweitert klicken und dann hat man hier seine ganzen Mods. Die kann man dann natürlich hier rüberziehen. Ja, wenn man zum Beispiel das hier nicht möchte, geht man halt hier noch drauf. Kann man dann einfach auf Start drücken. Oder natürlich in einem Safe Game geht es genauso, aber dann nicht hier auf Fortsetzen klicken, weil dann sind die Mods noch nicht aktiviert. Das ist auch wichtig. Ihr müsst erst auf Spiel laden gehen, dann habt ihr hier euer Safe Game, dann haben wir hier ein kleines Plus. Und dann könnten wir hier sozusagen den Mod rüberladen. Ich frag mich gerade bloß, warum habe ich den jetzt nochmal? Egal. Der ist doch schon drin. Ja gut, gucke ich mir nachher an. Und bei den Maps ist es auch nicht viel anders. Klar, wenn ihr das über... Ist genau das gleiche, wenn ihr das wieder über den Workshop macht. Ist sofort drin. Falls ihr aber wieder auf der Forumseite landet und dort eine coole Map findet, dann muss diese Map unter bitte eurem Steam-Ordner, User-Data, eure ID, 446800, Local, und dann hier unter Saves, ja, muss hier das Save reingeladen werden. Wichtig, das muss eine SAV-Datei sein. Falls ihr ein Save-Game habt, also ein Spielstand, und wenn ihr Maps habt, dann müssen wir wieder unter Steam Apps kommen, Transportfever, und dann hier unter Maps einfach den Ordner wieder reinziehen. Wichtig, auch hier nicht die ZIP-Datei, sondern den reinen Ordner. Ja, das war's dann zu den Mods. Die Karten kann man dann hier aktivieren, nicht unter Spiel laden, sondern freies Spiel. Und dann könnte man hier unter Karte auswählen. Geht jetzt bei mir nicht, weil ich noch keine drin habe. Könnte man aber da draufklicken. Dann könnte man sozusagen seine Karte laden. Und dann könnte man... Ja, und dann kann man sozusagen noch das Startjahr einstellen, Schwierigkeit und so weiter. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie gerne unten in die Kommentare reinstellen oder reinschreiben. Im Forum bin ich auch sehr aktiv. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao.